Du bist nicht so, wie ich mir einen Fledermaus-Gott vorgestellt habe. Ich sag das nur einmal. Hör mit diesen Ohrfeigen auf. Ah, abgelehnt. Ah, welche schöne Antwort. Ich mag es so direkt. Dann halte ich mich nicht zurück. Diese Stimme, ich kenne sie. Oh mein Gott, es ist nur... Nein, ich besiege den Fledermaus-Gott. Bam, bam, bam. Der ist schwach gegen flinke Gegner. Flinke Monster meine ich. Das ist also das Ende. Stopp, tu dem Fledermaus-Gott nicht weh. Warum seid ihr hier? Jetzt solltet ihr drin bleiben. Aber ihr seid verletzt. Ihr müsst besser aufpassen, sonst verletzt ihr euch noch mehr. Aber ich muss euch beschützen. Ich habe es mir nie mehr versprochen. Das kann nicht sein. Bist du etwa Herr Fledermaus? Es war alles nur gespielt, Minginia. Herr Fledermaus, hast du gerade Minginia gesagt? Die Minginia von vor 100 Jahren? Also bist du es wirklich? Ich bin es, Minginia. Wie kannst du noch am Leben sein? Warum bist du eine Fledermaus? Sie ist verflucht, aber ich werde den Fluch bald brechen. Es gibt keinen Grund zur Sorge. So war das alles. So war das also. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Herr Fledermaus, was geht hier vor sich? Also... Ich wollte dich eigentlich retten, aber du hast dich selbst gerettet. Ich habe den Fledermaus-Gott erfunden, damit die Dorfbewohner Mädchen mit violetten Haar zu mir bringen, um in Frieden leben zu können. Ich habe in den vergangenen 100 Jahren immer an dich denken müssen. Herr Fledermaus, ich kann dir das alles nicht glauben. Du bist rein Herz, Fledermaus. Du musst dich nicht mehr sorgen. Bürgermeister, ich wusste, dass du dich da versteckst. Hast du gehört? War ja. Dein Dorf hat alle Schuld zu tragen. Was willst du dagegen tun? Sag. Wir werden niemals wieder Menschen wegen ihrer Haarfarbe diskriminieren. Wir haben es geschafft, Minini. Ja. Fledermaus, Mädchen, komm mich doch in meinem violetten Schloss besuchen. Ich werde euch persönlich erfangen. Juhu, ein violetten Schloss. Es hat 100 Jahre gedauert. Aber es ist wundervoll. So zu reden, das ist... So, wir machen jetzt weiter mit einer Hauptquest. Kleine Festung. Böse. Was ist das für ein riesiger Etwas? Sieht nach einer Festung aus. Hier sind auch viele Soldaten. Halt! Wer wagt es, mich anzuhalten? Was zum... Nur solche, die schöner sind als ich, dürfen mich anhalten. In anderen Worten, niemand auf dieser Welt. Ah, so wird das nichts schützen. Ahaha. Warte bitte. Ja. Was gibt es? Was gibt es, Melin? Er erwartet. Die Menschen, gegen die ihr kämpfen werdet, sind Schützen. Schwere Monster werden von ihnen abgeschlachtet. Beschwert mit flinken Monster die Schützen ausweichen. Ja, das ist klar. Die Kanonen können auch so zerstört werden. Probiert erstmal. Meine Schönheit reißt es also nicht aus gegen die Schützen. Leider nicht. Verstehe. Überlasst das mir. Ja, wie gesagt, das wird in der Hauptquest wird alles erklärt, wie man wo was macht. Also, wo sie Gegner schwach sind und so alles. So zum Beispiel. Was war das denn schon? Wann das Jelly gefunden? Oh, das fand ich gut. Der Treffer war wirklich nicht gut, so muss man kurz wieder zurückheilen. So kann ich besser die Gegner wieder beschwören. So, ich muss eine Statue kommen. Ich habe die Festung umgeworfen. Er glaubt immer noch, umwerfen bedeutet unterwerfen. Aufgestiegen, Minia packt es voll. Du hast dich in Göttingen schöner Zellung herausgeputzt. Bösewicht Maximus von Mana hat zugenommen.
Ja, Göttliche Zeit und Bösewicht tun gemeinsame Spiele. Geisterweg, Quest 6, Haupt. Minister, gar, meine Worte sind die des Königs. Münster, es scheint, dass eine Festung zerstört wurde. Interessiert mich nicht. Aber der Mann sah wirklich gefährlich aus. Verzeih mir, Ninja. Ich möchte mich nicht mit hässlichen Dingen befassen. Wenn ich die vier großen Geister auf diesen Expeditionen fangen kann, werde ich in allen Ruhm bekommen. Oder? Die vier großen Geister? Hey, hässlicher Minister oder was auch immer, halt! Was, hässlicher? Wie kannst du das wagen? Minister Hackfresse, die vier großen Herrscher gehören mir. Welche Unverschämtheit und was sind diese vier großen Herrscher? Halt deinen hässlichen Mund und verreck! Wie wollte das jetzt in einem Kampf ausarten? Hier gibt es viele Monster, braucht ihr eine Erklärung, ja. Verdammt, dabei bin ich noch gar nicht besiegt. Ja, bitte erzähl mir, was du weißt. Wenn so viele Monster mit eurer Magie in Berührung kommen, werden sie so euer Diener, so wie die Monster, die ihr beschwört. Wenn ihr von einem Gegner überwältigt werdet, haltet Ausschau nach den Monster, und das ist auch noch nicht alles. Es gibt Monster, die auf Wasser rumlaufen oder Bäume fällen können. Probier verschiedene Strategien. Verstehe, viele Monster sind also weiblich. Sie können meine Schönheit einfach nicht widerstehen. Jetzt werde ich fast eifersüchtig. Was ist das bloß für ein Perverser? Übrigens, Minia, was hat Minister Hackfresser für Attribute? Er hat keine. Schlagt ihn zusammen, wie euch beliebt. Da beleidigt ihr mich. Besiege den Minister. Schwere Gegner für euch. Und flinke Gegner für euch. Oh, Verstärkung. Wahnsinn, König, ein Perverser dringt in den Schloss ein. Puh, länger als 30 Sekunden hätte ich diese Hässlichkeit nicht ertragen. Übrigens, Belinia, gibt es etwas, das ich begehre? Oh, was mag das sein? Als Dämonenlord fehlt mir etwas, und das ist die vier großen Herrscher. Warum? Weil jeder Dämonenlord vier große Herrscher als Diener braucht. Das wusste ich. Die vier Geister, die Hackfresse erwähnte, wären perfekt. Aber der König, nur keine Sorge, sobald ich diese vier Geister in die Hände bekommen habe, werde ich die verlorene Zeit wieder aufholen. So, ihr meint Bösewicht. Aber das war's schon. Ich krieg kein weiteres Level mehr. Das ist reines Nebenquest. Jo, dann machen wir noch. Ja, wir machen die Nebenquest noch zu Ende und dann ist man auch schon fast fertig. Warum fast? Sidequest hier? Okay. Nebengeschichte Phantasöse 4. Okay. Nummer 18, Waterfront. In diesem Wald gibt es viele Ufer, aber das Wassergeist hier lebt. Es wäre schön, wenn auch er euer Diener werden würde. So ist es, Melinia. Du scheinst Gedanken lesen zu können. Piep, piep. Renn. Haha, renn. Sonst macht das keinen Spaß. Das Monster wird von den Jägern gejagt. Ein Monster sollte nicht von Menschen gejagt werden. Lass uns diese Menschen alle Lektionen erteilen.
Doch, weil die Quests nur Schützen, Schützen sind. Warum nicht? Und ja. Oh komm. Danke. Und noch. Ah komm. Oh. Ja, danke. Piep, piep. Ah, ich. Ja, ich weiß. Ich bin schön. Das hat sie nicht gesagt. Sie sagte danke. Pipi. Wie, ich bin wundervoll. Ah, überlass das Wassergeist mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Gehört er zu mir. Ah, böswillig, ihr macht dem Monster Angst. Okay. Oh, das Spiel ist so knuffig. Weiteingang. Bösewicht. Ihr wollt die vier großen Herrscher immer noch haben, oder? So ist es. Welcher ist es vorhin in dieser Wald? Ich würde sagen, der Erdgeist. Hihau, hiho, auf zur Arbeit. Ich hacke alles kurz und klein. Was für eine schreckliche Melodie. Sieh, da drüben ein Holzfäller. Hey, Holzfäller, wenn ihr so weitermacht, ist der Burg. Ist der Berg bei Karl. Bäume wachsen wieder oder? Rasche, rasche. Der Baum sagt, es dauert ein Leben lang, ein Wald zu formen. Bist du bescheuert? Wer spricht denn bitte mit Bäumen? Vertreiben wir die Nervensäge. Ihr seid ja einfach, ihr seid ja so einfach. So. Den Ziehwasser trinken mal. Ihr Verdammten! Wo und diese Geist, lasst uns in Ruhe. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Ihr ebenfalls, ihr unrasierten Barbaren, das nächste Mal werde ich euch klein hacken, wie ihr es mit den Bäumen tut. Okay, böses Reich. Nebenquest 17, Geisterwald. Dimitra der Erde, ihr Holzfäller habt die Bäume ohne jeden Grund gefällt. Schon wieder der gruselige Geist. Gruselig? Schlief. Dabei tue ich doch alles, um schön zu sein. Heute wirst du uns nicht aufhalten. Wir haben einen Geisterjäger mitgebracht. Ah, Menschen sind doch nur Menschen, wie erbärmlich. Gruselige Gesicht. Mein Gott. Ich, der Dämonenlord, ich helfe dir. Der Dämonenlord und seine Diener, der Herrscher der Erde, sind unbesiegbar. Bösegesicht? Meinst du damit etwa mich? Herrscher der Erde, den sollten wir lieber verschonen. Ortsfelderverstärkung. Oh Gott, nein. So.